Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Es geht mal wieder um schnell, preiswert, lecker. Ich habe hier ein Stück rote Beete aus meinem Garten, das ich jetzt mal schäle. Und ich trage keine Handschuhe. Es ist mir scheißegal, ob meine Finger dabei rot werden. In 2 Tagen spätestens ist das wieder weg. Nicht mal so schlimm, oder? Schon viel besser. Da geht es zur Weiterverarbeitung. So, jetzt habe ich einen stabilen Standfuß. Jetzt lege ich sie um und schneide sie hier in Scheiben. Kohlrabi sind klein geschnitten. Zwiebel etwas angeschwitzt, da haben wir sie mal Kohlrabi. Ja, Kohlrabi-Spaghetti, aber jetzt sind es rote Beete-Spaghetti. Sorry. Macht ihr gewohnt, Kohlrabi-Spaghetti habe ich schon mehrmals gemacht. Das hier ist Neuland. Ich kann euch nur eins versprechen, die Spaghetti sehen hinterher genauso aus. Das werden wir so 2-3 Minütchen mal anschwitzen. Geben wir mal wieder etwas Gas. So, hier drin habe ich jetzt die heiße Gemüsebrühe, die Sojasauce und das Cashewmus. Das hauen wir jetzt hier rein. Holen wir alles raus mit dem Gummihund. Bis was da noch reingeht. Dann wird es uns alles in der Spüle landen. Nichts da. Schön, wie sich das einfällt und man sieht auch hier, wie sich das direkt eindickt. In dem Moment, wo es heiß wird, was lässt los? Der Herd hat immer was zu meckern. Ja, ich drehe ja schon runter. So richtig schön sämig und dick und schön rot. Ich habe in letzter Zeit viele Sachen mit rote Beete ausprobiert, wo ich aber erstmal kein Video von gemacht habe. Hinterher habe ich es bereut, weil es ist gut geworden. Eintöpfe. Mal mit Fleisch, mal ohne Fleisch. Mal mit Kartoffeln, mal ohne. Ist alles lecker geworden. Naja, beim nächsten Mal. Das lasse ich jetzt hier noch zugedeckt 10 Minuten köcheln. Und in der Zeit sind auch die Spaghetti fertig. Aber in der Zwischenzeit reibe ich mir noch den Käse. Was soll das? Also, da ich mal wieder keine Zitrone im Haus habe, kommt hier Zitronenschale aus der Tüte rein. Basilikumblätter, die hatte ich wohl hier. Nochmal rühren, rühren, rühren. Spaghetti dazu. Licht lassen wir an. Die kriegen jetzt alle eine sehr gesunde Farbe. Ob es schmeckt, sehen wir gleich. Jetzt haben wir hier schöne rote Spaghetti, sieht man nicht so häufig, mit etwas Käse drauf, geriebener Parmesan, frisch geriebener und nicht aus dem Päckchen. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch wirklich schmeckt. Mit rote Beete habe ich noch nie gemacht, kam mir einfach so in den Sinn von den Kohlrabi Spaghetti inspiriert. Ich denke, das geht auch mit rote Beete. Schauen wir mal. Wahnsinn, was man mit den Dingen machen kann. Bisher habe ich nur rote Beete im Glas gekauft und als Salat gegessen. Aber hier,
kochen. Wunderbar. Sollte man öfter machen. Bis dann. Ciao.